Hallo zusammen, willkommen zur ersten Fallfestdekoration des Jahres. Ich weiß, dass die Perspektive jetzt nicht die optimalste ist, aber ja, muss heute mal so gehen. Beim nächsten Mal glaube ich Besserung. Ich meine, ich mache nach gleich nochmal eine Dekoration, dann wird die Perspektive wahrscheinlich genauso sein. Bitte verzeiht mir. Beim nächsten Mal, wie gesagt, wird es wieder anders sein. Aber ich wollte es heute noch machen und es ist schon 9:30 Uhr. Also wir haben heute den ersten. Und ja, ich habe mir folgende Tapes rausgesucht. Und zwar diese. Also das glitzernde grüne. Eins, was halt wunderbar zum Neujahrspasst mit Glückssymbolen und eben ein bisschen Konfetti. Das Ganze kommt jetzt auf den Planer. Ja, von meinem Messer. Und dann kann es auch schon losgehen. Konfetti kommt ganz nach oben, weil oben ist halt der Übergang zwischen dem alten und neuen Jahr. Ja. Gut. So. Ich hoffe, ich kriege es mit der Bandage hin. Mein Arm tut nämlich wieder ein bisschen weh. So. Ich glaube, hier muss ich noch ein bisschen, genau. Okay. So. Dann kommt das hier nach ganz unten. Da muss ich gucken. Da war nämlich noch so, genau. Schneide ich erstmal ab. Also, falls ihr wissen wollt, woher die Tapes sind, das hier gab es bei Lidl. Lidl, ich glaube schon. Und das hier bei DM. Und das hier war in so einem, sind es drei oder vier, diesen Sets, die es auch bei Rossmann und so gibt. Also diese Standard-Sets, die wahrscheinlich inzwischen jeder hat. Ja. So. Gucken wir mal, dass ich da irgendwie rankomme. Kurz mal nichts, dir tut mir leid. So. Okay. Gut. Und dann natürlich noch die kleinen. Auch hier schneide ich erstmal ab. Das kann ich, glaube ich, sehen. Ne? Warte mal. Moment. Müsste ich so hinkriegen. Zack. Tschüss, Katerchen. Ach ja. So. Gut. Schon ewig nicht mehr dekoriert. Wahnsinn. Ich habe jetzt wieder richtig Lust zu. Und ja, dann sollte man das auch tun, nicht wahr? So, jetzt sieht das erstmal so aus. Ich zeig's mal ein bisschen. So. Der Akku blinkt, na, ist ja wunderbar. Ich extra mal in den Akku. So, da bin ich wieder. Okay, dann werde ich erstmal ein paar Sticker verteilen. Mal gucken, welche ich benutze. Ich habe hier so ein paar aus Zeitschriften, die ihr noch im übernächsten Fallfestfall sehen werdet. Das ist alles ein bisschen schleppend. Ich finde aber auf jeden Fall den hier ganz toll mit diesen Luftballons Prosit Neujahr. Den werde ich auf jeden Fall benutzen. Und da heute nicht viel passiert oder passiert ist, kann man das auch wunderbar. Gott, der ist größer als ich dachte. Geht das so? Passt das? Ja. Ah, verdammt. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Gut. Langsam und sortiert, bitte. Nee, 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 nee. Eieieiei. Ist gar nicht so einfach, ne? So. Ja, so geht. Wunderbar. Okay. Und wie gesagt, weil da ja nicht viel war, kann ich jetzt auch
Am Sonntag ist auch nicht wirklich was und ich überlege, ob ich dann nochmal so ein Luftballon-Ding nehme mit alles Gute für 2016, weil gerade die muss man ja irgendwie doch aufbrauchen, weil die kann ich im nächsten Jahr nicht mehr benutzen. Obwohl, die kann ich auch beim nächsten. Nee. Oder doch, doch, doch. Doch, doch, ich mach's. Ist so ein bisschen Luftballon-lastig. So. Ein bisschen sehr Luftballon-lastig. Egal. Jetzt auch ein paar Kleeblätter, aber Kleeblätter haben wir hier schon. Okay. Haben wir noch ein Glücksschweinchen? So ein paar andere Glückssymbole können wir hier oben auch nochmal hinmachen. So ein Cent. So. Dann hier oben vielleicht trotzdem noch ein Kleeblatt. Und einen Pilz. So. Ein Käferchen. Und noch ein Hufeisen. So. Partymützchen. Ich überlege, ob ich noch ein Partymützchen hinpacke. Oder einfach nur eine Sektflasche. Ich nehme noch eine Sektflasche. So. Knallpengpumm. Huch. Okay. Ja, dann mache ich jetzt aber gar nicht mehr viel mehr mit Stickern, weil sonst ist es wirklich zu viel. Guti. Vielleicht sind diese hier auch schick finde, aber ich habe noch ein paar andere Dekos. Vielleicht kann man dann aber was benutzen. Oder die kann man ja sonst wo benutzen. So, dann morgen ist Einkaufen dran. Da habe ich mir jetzt von diesem Set hier was überlegt. Habe ich noch, glaube ich, noch das ganz, ganz selten benutzt. Und zwar gibt es hier dieses Grüne mit diesem, ja, dem Essen auf dem Kopf. Weil wir ja eben auch Essen kaufen, dachte ich mir, nehme ich das. Das passt dann ganz gut. Jetzt brauche ich noch einen Stift, fällt mir gerade so ein. Ich denke, das ist Stift. Kleiner Augenblick. So, nehmen wir den. So, erstmal aufkleben. Einkaufen. So, ja, das war es ja endlich auch schon. Viel mehr ist da im Moment nicht in den 3 Tagen. Nee, gestern 3 Tage und nächstes Mal werden es wieder 6 Tage. Ja, ich kann euch ja noch mal so zeigen. Okay. Wie gesagt, drehe ich nachher noch mal eine Deko ab für mein Buch Final Facts. Und wenn ihr mögt, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Wenn ihr mögt, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Ist egal. Bis denn. Bye, bye. Ach so, ich nochmal. Und zwar werde ich dieses Jahr zum ersten Mal richtig, letztes Jahr habe ich nur mäßig benutzt, ich habe einmal mitgenommen, da war nichts drin, diesen Saffiano benutzen. Den Fuchsia irgendwie von der Springboard Life Changing irgendwas. Vom Springboard-Zeugs. Ja, der sieht eben so aus. Und da kommt jetzt wunderbar. Moment. Ich hacke noch ein bisschen. Für all diejenigen, die das Alphabet noch nicht kennen, ne? Da gibt es so eine Alphabettafel. Ja. Okay. Jetzt aber wirklich tschüss.